Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Heute mal wieder Boostbox und zwar mit dem GameStar PC Evangelion 02 Edition Powered by Asus für 6.999 Euro. Ihr habt vor kurzem einen Fertig-PC ohne Windows gekauft und wollt euch einen Aktivierungsschlüssel besorgen? Dann schaut gerne mal über den Link in meiner Videobeschreibung bei meinem Partner VIP CDK Deals vorbei, denn dort könnt ihr mit dem Rabattcode PCHK ganze 30% bei Microsoft-Produkten sparen. Zahlen könnt ihr ganz bequem via Sofortüberweisung, Visa, PayPal und so weiter. In meinem Fall habe ich PayPal gewählt, weil dies für mich die schnellste Variante war. Danach werdet ihr automatisch in euer Benutzerkonto weitergeleitet und könnt euch dort den Code anzeigen lassen. Den kopiert ihr nun, sucht über die Windows Taskbar nach Aktivierungseinstellungen, fügt dort euren Code ein und ihr habt nun ein aktiviertes Windows. Dieses System wurde mir wie immer in Discord vorgeschlagen von HiFi, der hat das hier reingepostet und da schauen wir uns jetzt mal an. Kommen wir erstmal zu den Bildern, die Bilder sind jetzt nicht fake. Geht auch schlecht, weil das eine besondere Serie ist von Asus, die Evangelion-Reihe. Da gab es auch früher schon eine ältere Variante von, die war lila, in dem Fall ist sie jetzt rot. Und da beziehen sich halt die meisten Komponenten drauf. Man sieht es ja, das Gehäuse, die Grafikkarte, das Mainboard und so weiter, das passt alles soweit schon. Starten wir mit dem Betriebssystem, das ist Windows 11 Home. Ja, ist halt das Standardbetriebssystem. Warum sie jetzt nicht Professional genommen haben, weiß ich nicht. Bringt euch aber auch keinen Mehrwert beim Zocken, von daher Home ist völlig in Ordnung. Und das kostet 28,50 Euro bei RT Hardpulse. Software Norton Security Deluxe 360, bitte einfach deinstallieren. Ist eine 90-Tage-Testversion, danach müsst ihr zahlen, deswegen direkt runterschmeißen. Bremst euer System nur unnötig aus und braucht ihr einfach nicht. Der Windows Defender macht einen guten Job und der ist ja bei Windows mit dabei. Der Prozessor ist ein Intel Core i9-14900K. Der hat 24 Kerne, 8 Performance und 16 Efficiency Kerne bzw. 32 Threads, also 16 Performance Threads und 16 Efficiency Kerne. Hat eine TDP von 125 Watt, kann sich allerdings auf 253 Watt reinschrauben und unterstützt offiziell DDR5-5600MTS oder DDR4-3200MTS. Erstmal was die TDP angeht, 125 Watt, das ist das, was er sich so dauerhaft reinpfeift. Er kann aber auch im Turbo für 56 Sekunden 253 Watt ziehen. Wenn man diese Limits aufhebt im BIOS, dann kann er sich auch über 300 Watt reinschrauben. Das schafft eine 360er Wasserkühlung dann einfach nicht mehr. Deswegen hoffen wir, dass sie PL1 und PL2 eingestellt haben, dass er eben nicht unter Dauerlast irgendwie sich da 300 Watt reinschraubt, weil dann taktet der sowieso runter. Ansonsten ist das natürlich der beste Prozessor aktuell von Intel. Es gibt auch noch keinen KS, noch. Es kann sein, dass dann vielleicht irgendwann mal einer kommt, aber im Moment gibt es noch keinen. Der 14900K für alles geeignet. Rendern, Streaming, Videoschnitt, Zocken, alles was ihr wollt. Wenn man ein effizientes Modell haben möchte und nicht so viel rendern möchte oder so, nimmt man halt einen 7800X3D oder ähnliches. Hier ist es jetzt halt der Intel geworden. Erwartet man bei dem Preispunkt von 7000 Euro natürlich auch, ne? Und der kostet 599 Euro bei eBay über nur Computer. Der Prozessorkühler ist eine Asus ROG Ryogen 3 360 ARGB EVA 2 Edition Wasserkühlung mit RGB-Steuerung. Ja gut, das ist halt eine normale 360er Wasserkühlung für einen unsäglichen Preis, einfach nur wegen dem Design. Die bringt auch noch hier ein Display mit und so weiter. Die schafft es, den Prozessor zu kühlen, sofern in seinen Grenzen betrieben wird, habe ich ja eben schon gesagt. Asus gibt auch noch 6 Jahre Herstellergarantie da drauf, ja, das ist soweit in Ordnung. Und die kostet wahnwitzige 468,65 Euro bei Galaxus. Die Grafikkarte ist eine Asus GeForce RTX 4090 und zwar die Strix-Variante EVA 02 Edition. Ja, was soll ich jetzt dazu sagen? Es ist halt eine 4090. Aktuell die stärkste Grafikkarte am Markt. Den FPS dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Hat hier natürlich auch dieses besondere Design von Evangelion. Und von daher ist sie halt relativ teuer. Und die kostet 2398 Euro bei computeruniverse.net. Das Mainboard ist ein Asus ROG Maximus Z97 Hero EVA 02. Also erstmal natürlich der höchste Chipsatz Z790. Mehr kriegt ihr im Moment nicht. Und natürlich der Sockel 1700 passend für den Prozessor. Muss ja sein. Ansonsten natürlich gekühlte Spannungswandler, 4 RAM-Bänke. Hier kann eine SSD verbaut werden. Hier unten noch 2 weitere SSDs. Hier kommt die Grafikkarte rein. Und hier habt ihr noch einen weiteren Slot. Und hier unten auch für eben eine Capture-Card oder USB-Erweiterungskarte, was ihr gerne reinmachen wollt. Was die Anschlüsse angeht, haben wir 7.1 mit Toslink, WLAN und Bluetooth-Antennenanschluss, 5x USB 3.1, 4x USB 3.0, Netzwerkanschluss, 2x Thunderbolt, 1x USB-C. Onboard-Grafik könntet ihr theoretisch benutzen. Ja, aber nehmt bitte die Grafikkarte dafür. Und dann haben wir noch einen Clear-BIOS-Button und einen Flashback-BIOS-Button. Das ist einfach nur ein krasses Board. Das ist natürlich auch passend zum Prozessor, die Spannungsversorgung und so weiter passt auch. Die Anschlüsse sind auch völlig okay. Es ist wieder das besondere Design, was die Nummer auch so teuer macht. Denn das kostet 798,99 Euro bei eBay über Trend IT. Der Arbeitsspeicher sind 64 GB DDR5 RAM Dual Channel 4x 16 GB 6000 MTS Kingston Fury Beast RGB. Nicht wundern, das hier ist jetzt ein Dual-Kit, 32 GB, das haben wir aber zweimal im Warenkorb, weil die ja Vierfachbestückung haben. Mich wundert es eher, dass die 6000 MTS RAM auf diesem
Prozessor mit 4 Riegeln zum Laufen kriegen. Aber gut, wenn sie es euch so verkaufen, wird das schon stimmen. Ist ja auch nur CL36 RAM. Ich wäre lieber mit 2 Riegeln gegangen, A32 GB, sieht dann nicht mehr so fancy aus, ja, ist klar, und dann CL30 oder ähnliches, das läuft dann definitiv. Und wenn ich 7000 Euro für so eine Kiste ausgebe, dann kaufe ich mir noch schnelleren RAM, ne? Das ist halt so das Thema. Klar, CL30 zu CL36 ist es nicht der Megasprung, die haben da jetzt nicht CL40er oder so genommen, aber ich hätte es einfach anders gemacht. Und der kostet 133,89 € mal 2 natürlich bei Mindfactory. Die Festplatte ist eine 4000 GB M.2 PCI Express 4.0 SSD Kingston Fury Renegade. Die hat eine Lesegeschwindigkeit von 7300 MB die Sekunde und eine Schreibgeschwindigkeit von 7000 MB die Sekunde mit TLC-Speicher. 4 Terabyte bei dem Preispunkt. Naja, braucht ihr jetzt mehr, ist jetzt so die Frage. Ich hätte mehr Speicher reinkonfiguriert. Ihr seht auch gleich noch eine gewisse Preisdifferenz. Da hätte mehr Speicher reingehen können, weil so teuer sind die SSDs nicht mehr. Aber wer erstmal mit 4 TB auskommt, ist okay. Sie ist auch sauschnell. Von daher passt schon. Und die kostet 334,20 € bei eBay über Alternate. Nur mal so als Vergleich. Wenn ihr hier jetzt eine Lexa NM790 nehmen würdet, die die gleichen Lese- und Schreibraten hat, da kosten 2 TB, glaube ich, aktuell 110 € oder so. Da wärt ihr bei 220 € und nicht bei 334. Natürlich wären es dann 2 SSDs, aber ihr hättet die gleiche Speichermenge und hättet noch mal ein bisschen was gespart. Das gleiche gilt natürlich auch für eine KC3000 oder eine 980 Pro. Die sind alle im 2-Terabyte-Segment günstiger, wenn ihr einfach 2 Stück davon nimmt. Das ist nur ein kleiner Tipp am Rande. Das Gehäuse ist ein Asus ROG Hyperion GR701 EVA 02 Edition. Ja, das ist einfach nur ein krasses Gehäuse. Das bringt auch schon 340mm Lüfter in der Front mit und 140mm Lüfter im Heck. Oben packt ihr dann sowieso diese Wasserkühlung rein, die ja hier mit dabei ist, auch noch passend zum Design. Ja, was soll man sagen? Ich hatte mit meinen Mods gestern noch gesprochen, habe gefragt, wie ist das denn so Airflow-technisch, und die sagten überhaupt kein Problem, die Front ist komplett offen, auch wenn es nicht so aussieht. Aber es reicht wohl vom Airflow her und ist einfach nur riesig. Also wem es gefällt, kauft es euch ruhig. Ich würde es mir nicht kaufen, mir ist es einfach zu teuer. Das kostet nämlich stolze 489,35 € bei Jakob Elektronik. Das Netzteil ist ein 1000 Watt Asus ROG Thor 1000P2 EVA Gaming. Das hat 10 Jahre Herstellergarantie, allerdings nur 3 Jahre auf Display und Beleuchtung. Ihr habt hier so eine kleine Anzeige, da wird euch der Verbrauch die ganze Zeit angezeigt. Die brennt sich dann ein oder die Beleuchtung funktioniert nicht mehr. Kann ich ein Lied von singen, weil wir hatten das schon mehrfach in der Community, dass die Leute schon nach 2 Jahren gesagt haben, das Display funktioniert nicht mehr, wie auch immer. Ansonsten hat es 80 plus Platinum-Zertifizierung und ist vollmodular. Ist ein gutes Netzteil. A-Tier-Netzteil. Allerdings nur ATX 2.4. Das bedeutet, da wird sehr wahrscheinlich wieder mit so einem Adapterkabel gearbeitet, weil dieses Netzteil den 12 Volt High-Power-Anschluss für die Grafikkarte halt nicht mitbringt. Finde ich halt ein bisschen schade. Das Netzteil ist ja recht aktuell. Diese Serie EVA 2 gibt es jetzt noch nicht so lange und trotzdem ist halt der neue Stecker noch nicht mit dabei. Wenn wir uns hier nämlich den maximalen Preisverlauf so angucken, seit letztes Jahr Oktober gibt es das Netzteil und da gab es auch schon den neuen Standard. Aber gut, so ist es jetzt halt, müsst ihr halt mit Adapterkabeln leben, von der Leistung her 1000 Watt reicht völlig aus. Und das kostet 409 € bei Case King. Hier ist noch was ganz Nettes, eine Garantieerweiterung, also wir sind hier bei 36 Monaten Herstellergarantie inklusive deutschlandweiter Abholservice, also Pickup und Return, ist nicht selbstverständlich, die meisten Hersteller machen irgendwie 2 Jahre und davon nur ein halbes Jahr Pickup und Return oder halt nur 2 Jahre Pickup und Return mit Garantie und so. Hier haben wir 3 Jahre. Dann haben wir auch noch eine Grafikkartenhalterung, und zwar die Asus ROG Hercules, was ist das für ein Name, ey? XH01 EVA 02 Edition Graphics Card Holder. Und ja, das lassen die sich natürlich auch gut bezahlen, weil es eben so ein besonderes Design ist. Die kostet nämlich 68,38 € bei Jakob Elektronik. Und dann wären wir auch schon beim Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, das Gehäuse, die Grafikkartenhalterung, die Wasserkühlung, das Netzteil und Windows. Und da landen wir bei einem Gesamtpreis von 5.861,85 €. Und das System kostet 6.999 €. Das sind einfach über 1.100 € fürs Zusammenbauen, sage ich jetzt mal. Natürlich habt ihr noch die 3 Jahre Garantie und so da drin, das muss ja auch irgendwo berechnet werden, aber das ist einfach viel zu viel. Auch wenn das so eine besondere Serie ist, es ist immer noch ein Standardsystem. Es ist jetzt nichts Besonderes, es wird da keine Custom-Wasserkühlung oder ähnliches eingebaut oder irgendwas graviert oder so. Es ist einfach nur ein stinknormal zusammengebautes System. Und ihr bekommt halt die gleiche Leistung, die Komponenten sind ja schon teuer, ihr habt es ja gesehen, ihr bekommt die gleiche Leistung, habe ich eben noch nachgeschaut, bei Dubaro für 3.600 € zum Beispiel. Ihr könnt auch nach Krotos gehen oder MyPC, die werden niemals diese 7.000 € erreichen. Es sei denn, ihr wollt natürlich diese roten Komponenten, aber selbst dann würden sie so viel nicht veranschlagen. Die Config ist ja soweit okay, bis auf den RAM. Diese Vierfachbestückung mit CL36 muss jetzt nicht unbedingt sein, nimmt man halt nur 2 Stück und dann CL30er RAM, wie auch immer. Aber der Preis ist einfach nicht gerechtfertigt, in meinen Augen. Ich meine, ihr habt die Preise ja gesehen. Das Gehäuse kostet 500 €, das Mainboard kostet 800 €, die Grafikkarte 2400. Und wo ich so die Preise gesehen hatte, dachte ich so, ja, könnte vielleicht sogar hinkommen mit 7000. Aber nein, wir haben halt wirklich einen krassen Preisunterschied. Wenn ihr selber bauen könnt, dann baut selber. Ihr spart eine Menge Geld. Oder fragt, was weiß ich, Krotos oder MyPC oder so. Die machen das ja auch nach
Geizhalsliste. Das sollte eigentlich auch kein Problem sein. Aber gut, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Vor allen Dingen auch von dem Aufpreis, ob das irgendwo gerechtfertigt ist oder nicht, weil es irgendwelche besonderen Komponenten sind. Keine Ahnung. Das wär's dann auch wieder mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.